Hi, lieber Zuschauer auf meinem Kanal. Ich bin Fiona Gefei. Heute machen wir ein besonderes Video für die, was ich heute gekauft habe. Okay, fangen wir jetzt an. Zwar habe ich heute nicht so viel gekauft. Am Wochenende ist und ganz viel frei haben. Dann wahrscheinlich ist der letzte Tag, einfach rauszugehen, etwas Kleinigkeit zu kaufen haben. Diese Sachen oder Produkt, wie man sagen möchte, ist nicht was Großartiges, sondern nur Kleinigkeit. Fangen wir jetzt an. Der erste ist dieser Chips. Das ist von der Wing Lampen in Chinese, weil ich das gekauft habe. Der Farbe ist ziemlich besonders. Warum? Weil ich weiß nicht, ob euch weiß, dass manche Leute oder Personen, die aus Lateinamerika kommen, dass sie angewöhnt sich, die Mate-Tee zu trinken. Es ist echt Mate-Tee, anstatt der Club-Mate. Ja, das ist der erste Produkt. Und eigentlich, das ist aus der Süßkartoffeln. Und man drin sieht, so ein bisschen so sieht so aus. Und nicht unbedingt schmeckt, weil es ist ein bisschen overgekocht. Ja, schmeckt. Schmeckt sehr knapp, knusprig und sehr weniger Salz, und der Salzgehalt ist ganz ziemlich in der Mitte und ganz genau richtig. Okay, der erste Produkt, der hintere Seite sieht wie das aus. Und ja, ich habe zwei Tüten gekauft und hoffentlich das schmeckt. Und wenn zum Beispiel es besser schmeckt, werde ich auch nicht unbedingt dorthin noch einmal zu kaufen, weil es ist keine Advertisement-Video. Ja, heute in dieser Multistore aus Japan. Das zweite Produkt, wie ich euch sagen möchte, ist dieser Pencil Box. 12,95 Euro. Sieht wie der Winterjacke. Zum Beispiel also, dieser Pencil Case, das ist sehr, sehr sicher für mich, weil wie eine Winterjacke. Und drin, wenn man so das öffnet, sieht so aus. Nicht schlecht. Und fraglich ist, ob man das auch im Sommer in die Uni bringen kann oder benutzen kann. Das ist verschieden, weil manche Leute essen sogar Ice Cream im Winter und wieso dann nicht. Deswegen, ich mag das. Okay, das ist der zweite Sache für heute. Dritte Sache, das ist für Eis. Eiswürfer, wenn man so richtig auf Deutsch spricht, dann ist Eiswürfer so sieht. Der Stoff hier ist in Chinesisch Guizhou Silikon. Ich glaube, es wird der dritte Produkt. Vierte Produkt für heute. Sieht ganz gut aus. Nämlich 24,95 Euro kostet. Und das ist teuer. Zum Beispiel bei welchem Kartellkarte und einfach so zum Lernen oder zum Arbeiten. Und das siebte Produkt ist eine kleine Nebertüte. Der achte Produkt schon. Ich weiß nicht, ist diese Schutztüte, weil es kann man vielleicht die PowerPoint-Vorlesung vorlesen. Und hier gibt es so ein Datum, das ist wahrscheinlich vom letztes Jahr und von der GoAsien bzw. Asien Store. Wieso, dass sie heute mir also eine Tüte als Geschenk verschieden mit grüner Farbe, die ich heute gekauft habe, ist diese Instant Nudeln. Ist diese Instant Nudeln. Das ist 5 Packung und 2-mal scharf. Ziemlich scharf, und aber ich mag das. Das ist aus Korea, nicht aus China. China gibt es auch welche solche englische Instant Nudels. Aber hier ist besonders original und schmeckt am besten. In der Zeit ganz viel Corona gibt es Wuhan. Aus diesen Regionen besonders Rögamien mag. Rögamien kann man direkt auf Englisch übersetzen als Hot Dry Nudeln. In Deutsch sagt man heiß, trocken Nudeln. Aber es ist
bewundere dich nicht. Andere Packung. neue Design und andere Packung. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Mal schauen. Der Markt heißt Acorn. Okay. Dahinter sieht so aus. Eine extra Schüssel zu kaufen, wenn das genau in der Asien Goasien gibt. Und ja. Yeah. So. Der Preis weiß ich nicht so genau, aber der. Ah ja, okay. Ist 11,99 €. Ziemlich klein und kann das für Reis nutzen. Und ja, nicht was Besonderes, aber ich mag diese leichte Grün. Aber ist diese Spicy Sauce, ich glaube insgesamt 7 Tüten. Last but not least ist diese Latiao-Elften Sachen, die ich heute gekauft habe. Normalerweise Goasien ist diese Farbe, diese grüne Farbe, aber heute, sie haben mir diese Farbe gegeben. Das sieht wie Coca-Cola aus. Leute, das ist die Sachen, die ich heute gekauft habe. Dieses Video werde ich, wie vorgesprochen, einfach auch heute auf meinem Kanal hochzuladen. Hofft ihr, dass mein Video gefällt und leave the comments below and follow my channel. Wir sehen uns.